Meine Damen und Herren, mit diesen Klängen von Le Mystère de Voix Bulgare, ein berühmtes bulgarisches Frauenensemble, begrüße ich Sie ganz herzlich zur Vorlesung Musik-Urgeschichte in diesem Semester unter anderen Vorzeichen. Es wird wahrscheinlich erstmal so ablaufen, dass ich hier vor einem fast leeren Raum zu Ihnen spreche und Sie diese Aufzeichnungen sehen. Aber mich freut es natürlich, dass wir jetzt hier diese Vorlesung dann auch aufgezeichnet bekommen. Die Beschäftigung mit Klang und Musik, gerade in prähistorischer Zeit, setzt klare Definitionen zunächst der verschiedenen akustischen Phänomene voraus. Insofern werde ich mich eine ganze Weile hier ausbreiten über Begriffsbestimmungen. Diejenigen von Ihnen, die Musikwissenschaft studieren, für die ist das natürlich alles schon mehr als klar, aber wir haben hier auch natürlich Archäologen, Kunsthistoriker und andere Disziplinen und es ist besonders wichtig, hier die Begriffsklärung erstmal herbeizuführen. Deswegen werde ich da mich in dieser Sitzung im ersten Teil zunächst mal überwiegend darauf konzentrieren. Im weiteren Verlauf wird es dann eigentlich nur noch darum gehen, wie der Bereich von Klängen innerhalb einer Oktave in verschiedenen Regionen der alten Welt gegliedert wird, eingeteilt wird. Wir blicken zunächst ins alte China, dann in die Europa, ins Europa der klassischen Antike, in den Mittelmeerraum, beschäftigen uns ein bisschen mit Pythagoras, gehen dann rüber, einen kurzen Schwenk in den alten Orient, schauen dann wieder, wie es weitergeht, im Prinzip im Bereich der klassischen Hochkulturen im Mittelmeerraum. Guido d'Arezzo hilft uns dann zu verstehen, wie aus diesen alten antiken Tonarten Dur und Moll entstehen und am Ende abschließend einen kleinen Ausblick auf die Musikpraxis und die Einteilung des Tonraumes in Arabien und in Indien als ein Sonderfall mit einer besonders vielfältigen Musikkultur. Ein Ton ist zunächst ein Schallereignis, dem eine mehr oder weniger exakte Tonhöhe zugewiesen werden kann. Erst mit der Entwicklung von elektroakustischen Instrumenten ist es aber möglich gewesen, annähernd reine Töne zu produzieren. Ich spiele hier mal einen ab, den Kammerton A, den wir alle auch sehen. Also ein Ton mit einer ganz klar festgelegten Frequenz, der im Prinzip in seiner Reinform klingt. Natürliche Klangkörper erzeugen dagegen stets Klänge, also komplexe, regelmäßige Schallereignisse, die aus einem Grundton
und der sich darüber aufbauenden Obertöne bestehen. Diese Obertöne entstehen in der Regel bereits an dem Schall auslösenden Körper selbst, beispielsweise an einer gespannten Saite, die nicht nur über ihre gesamte Länge, sondern auch über ihren Mittelpunkt und dann die verschiedenen Teillängen schwingt. Hier eine Grafik aus dem DTV-Atlas zur Musik. Ich habe mich bemüht, die Quellenangaben immer mit auf die Folien zu setzen. Am Ende werde ich Ihnen eine Literaturliste zeigen. Hinzu kommt dann noch hier nochmal eine andere Grafik, wo wir sehen jetzt die Oktavenabstände und deren Mittelpunkte und so weiter, diese Teiltöne, die dann hier so im Einzelnen zum Schwingen kommen. Und hier mal ein weiteres Klangbeispiel, die Obertonreihe über diesem A. Stark zu hören sind aber jeweils die Oktaven, die sich aufbaut über diesen Grundton, dann etwas abgeschwächt darüber die Quinten, dann die Quarte, große Terz, kleine Terz, kleine Septe und dann schließlich die Ganztöne. Es ist klar, dass dann die Intensität mit zunehmender Höhe jeweils abnimmt. Und ich sagte es bereits, das Phänomen wird dann noch verstärkt durch die Resonanz, eine physikalische Besonderheit. Ein Körper schwingt, versetzt die Luft um ihn herum in Schwingung und regt dazu andere Körper mit ähnlichen Frequenzen an zum Schwingen und so entstehen unsere Klangräume. Vom Klang mehr oder weniger sauber abzugrenzen sind Geräusche, also all diejenigen Hörempfindungen, die nicht als Ton, Klang oder Ton-Klang-Gemisch bezeichnet werden können. Ursache für ein Geräusch sind Schwingungsvorgänge, die in der Regel nicht periodisch verlaufen und sich in ihrer Struktur zeitlich ändern können. Was aber nun ist Musik? Diese Frage wird uns durch die gesamte Vorlesung begleiten und am Ende entsteht möglicherweise ein Bild davon, in welcher zeitlichen Tiefe unser emotionales Musikempfinden bereits verwurzelt war. Eine bessere Bestimmung dessen, was aber Musik ist, kann die Ausweitung der Betrachtungsebene auf das prähistorische Europa nicht leisten, denn die Auffassung davon, welche akustischen Ereignisse als Musik aufzufassen sind und welche gerade nicht, hat allein in unserer Kultur bereits im Laufe der letzten 100 Jahre sich stark gewandelt. Schauen wir in verschiedene Definitionen des Musikbegriffes in einschlägigen Enzyklopädien und Nachschlagewerken im Internet. Zunächst mal die Wikipedia sagt nun, Musik von Musicae Technae, musische Kunst, ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen. Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material, Töne und Geräusche innerhalb des für den Menschen hörbaren Bereichs geordnet. Hans Renner nun in seiner Geschichte der Musik von 1965 sagt, doch sind Rufe noch nicht Musik. Erst wenn derartige Rufe sich zu Tonmotiven von bestimmter Tonhöhe festigen, können sie zur Keimzellen musikalischen Geschehens werden. Erst durch gewollte Wiederholung werden sie über das bloß Triebhafte oder Zufällige hinausgehoben und erst in Verbindung mit freien oder periodisch-rhythmischen und formalen Gliederungen wird aus solchen Motivketten Gesang gestaltet, Musik. Wenn man nun im Musiklexikon für die Jugend aus der DDR Leipzig 1977 nachschaut, findet man unter dem Stichwort Musik folgenden Spruch: Musik lockt uns zur Disco, ermöglicht frohe Stunden. Viele Definitionen stimmen darin überein, dass Melodie und Harmonie als tonbildende Bestandteile und der Rhythmus als ordnendes und gliederndes Formenprinzip Grundelemente der Musik seien.
Gerade aber die Frage, was Harmonie ist, hat schon die Denker der klassischen Antike stark beschäftigt und kann für verschiedene Kulturen auf zum Teil doch sehr unterschiedliche Weise beantwortet werden. Vielleicht kann man es auf erste darauf reduzieren, dass Musik aus organisierten Schallereignissen besteht, zu deren Erzeugung akustisches Material, Töne und Geräusche innerhalb des für den Menschen hörbaren Bereichs geordnet werden. Auf diese Frage, was hörbar ist überhaupt für den Menschen, werde ich in der nächsten Sitzung eingehen. Eine Sichtung des archäologischen Materials kann uns hier aber lediglich das klangliche Potenzial und die musikalischen Möglichkeiten der verschiedenen prähistorischen Epochen vor Augen führen. Schauen wir noch auf eine weitere Musikdefinition von Karl Strumpf, die Anfänge der Musik, niedergeschrieben hier 1911. Zitat: Wir nennen Musik nicht das Hervorbringen von Tönen überhaupt, sondern von gewissen Anordnungen der Töne, seien sie noch so einfach. Und dabei ist es für die Musik im menschlichen Sinne ein ganz wesentliches Merkmal, dass diese Anordnungen unabhängig von der absoluten Tonhöhe wiedererkannt und wiedererzeugt werden können. Also ein ganz wichtiges Merkmal ist dieses repetitiv Wiedererkennbare. Damit kommen wir auf das Stichwort der Melodie. Eine Melodie bleibt die nämliche, mag sie von Bass oder vom Sopran, mag sie in C oder in E gesungen werden. Diese Fähigkeit des Wiedererkennens und des Transponierens von Melodien finden wir unter den Naturvölkern, soweit unsere Kenntnisse reichen, allgemein. Das ist auch ganz anschaulich hier. Melodie von Melos und Obey aus dem Griechischen auch, also wie gesagt, die Wiedererkennbarkeit und Möglichkeit zur Reproduktion, unabhängig von der ursprünglichen Tonhöhe. Und ein einstiegiges Beispiel wäre hier, nicht, das ist semantisch sofort eingängig für jedermann, Fußballer hier vor ihrem Spiel, die nur die Nationalhymne singen und wir brauchen nur dieses Lied, dieses Bild sehen und schon klingt das Lied in unseren Ohren und egal wie gut oder schlecht sie nun singen können, die Abstände zwischen den Tönen ergeben die Melodie und das Ganze sollte dann im Idealfalle wiedererkennbar sein. Ein weiterer Begriff, der hier eingeführt werden muss, ist nun die Harmonie, von altgriechisch Harmonia, Ebenmaß, oder auch Harmonie ist ja ein eingedeutschter Begriff, ist ein umfassender Begriff aus der Musiktheorie und Praxis. Er steht für den Zusammenklang der Töne, welche auch die vertikale Komponente der Musik genannt wird, im Unterschied zu den horizontalen Komponenten der Rhythmik und Melodik. Dabei sind wir beim Rhythmus anbelangt, den letzten Begriff, den man hier erklären müsste. Der bezeichnet nun die Dauer von Klängen und vor allen Dingen auch die Pausen dazwischen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ähnlich bedeutungsvoll wie die Klänge selbst sind natürlich diese Pausen, denn sie erst ermöglichen eine Differenzierung. Zum Rhythmus gehören dann halt Dinge wie zum Beispiel das Metrum, das Maß, Maßstab spezieller, das Silben- oder Versmaß in der Sprache. Es können aber auch Gewichts- und Betonungsverhältnisse sein. Und wenn wir dann jetzt hier mal schauen, in der Sprache wäre zum Beispiel die Folge der Wörter und die Sätze, also im Prinzip auch die Syntax ist davon betroffen. Und in der Musik sprechen wir hier von einer Abfolge von Motiven und Phrasen. Natürlich ist Rhythmus auch sehr viel mehr, prägt unser tägliches Leben auch jenseits von Musik. Und vor einigen Jahren bin ich im Internet auf ein sehr interessantes Video gestoßen aus Mali, aus den Zeiten noch bevor Boko Haram dort den Menschen das Musizieren untersagt hat. Und es ist vor allen Dingen deswegen so spannend, weil wir dort nun eine Gesellschaft sehen, die unmittelbar vergleichbar ist mit dem prähistorischen Europa. Wir sehen dort eine segmentäre Gesellschaft, die etwa dem entspricht, was wir hier in der Bronzezeit oder in der Kupferzeit in Südosteuropa erwarten würden. Viel Spaß beim Anhören dieses ersten Musikbeispiels.
C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Toutes les choses, tout le travail, tous les bruits, c'est des rythmes. Djembe. Kansaba. Ping. Pang. Boom. Les pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est des rythmes. Kinima senekelei bo seneti. Eke. Kinima senekelei bo seneti. Eke. Ek ya, 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 ek
On est dans le rythme. Toutes les choses, c'est le rythme. On va pas égorger notre culture, on va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester. Meine Damen und Herren, Sie sehen Lebensfreude und Rhythmik, tous les choses sur le rythme, sagt der Chief, und darauf kann man es eigentlich zusammenfassen. Alles in der belebten Welt ist Rhythmus. Rhythmus ist unabhängig von Musik,
und nichtsdestotrotz im Prinzip eines der wichtigsten Elemente. Sie haben auch gesehen, diese Musikinstrumente, die da verwendet werden, werden uns begegnen hier in Europa aus anderen Materialien. Anstelle des Plastikkanisters haben wir dann einfache Membranophone. Wir haben Saiteninstrumente, die jetzt hier nicht auftauchten, aber im Prinzip diese Tontrommeln, die sehen genauso aus wie diese afrikanischen Exemplare, die in diesem Video hergestellt wurden. Und auch das rhythmische Klopfen dieser Steinmörser begegnen uns mit der Sesshaftigkeit des Menschen. Das sind natürlich Dinge, die hier auch zur Sprache kommen werden im Laufe der Vorlesung. Wie strukturiert Musik den Arbeitsalltag? Wofür ist Musik gut? Welche soziale Komponente, welche Implikationen sind damit verbunden? Gleichzeitig zeigt uns dieses Video auch die Grenzen auf von musikarchäologischen Betrachtungen, denn wir gehen ja immer nur von den materiellen Hinterlassenschaften des Menschen aus. Insofern haben wir fragmentiert in aller Regel irgendwelche Instrumentenfunde, häufig aber auch irgendwelche Gegenstände, die wir nur, indem wir sie nachbauen, als Musikinstrumente interpretieren können. All das, was natürlich klingt und unseren Alltag hier prägt, entgeht uns hier größtenteils durch diesen Filter. Sie sehen aber auch, Musik ist wichtig für Rituale, Musik schafft Gemeinschaftsbeziehungen und hilft auch hier den Alltag zu bewältigen. Zurück zu unseren Begriffen. Da ist nun wichtig, dass wir ein universelles Prinzip kennen. Alle Kulturen, die bekannt sind, heutigen lebenden Kulturen, betrachten die Oktave als gleichklingend. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass verschiedene Säugetiere diese Unterschiede in der Oktaven, solange sie nur im Oktavabstand da sind, als gleichklingend empfinden. Man kann das experimentell testen, beispielsweise bei Delfinen, aber auch bei anderen Säugetieren. Entsprechend ist es ein universelles Prinzip. Nicht ganz so universell, aber doch bei beinahe allen Kulturen anzutreffen, ist auch so etwas, dass man das Phänomen der Oktavmittelpunkte als gleichklingend betrachtet, aber da hört es dann schon auf. Alles, was darüber hinausgeht, wie man nun den Tonraum zwischen A und A oder C und C einteilt innerhalb einer Oktave, ist von Kultur zu Kultur höchst unterschiedlich und damit sollten wir uns jetzt ein wenig beschäftigen. Schauen wir zunächst in das alte China. Hier nun eine Illustration aus einem Druckwerk von Konfuzius, Kuzi, hier in seiner lateinischen Form natürlich als Konfuzius uns besser vertraut. Eine Persönlichkeit, die lebte am Übergang vom 6. zum 5. Jahrhundert. Von ihm ist nun überliefert, dass er nicht nur, also neben seinen ganzen philosophischen und Gesellschaftsschriften uns auch etwas hier überliefert hat zur Musik. Und er sagt nun, Moral und Musik bestimmen das Leben der Gemeinschaft. Also eine sehr hohe Wertschätzung, die sich hier äußert. Es gibt sehr alte Tonordnungen, die bereits auf das 3. Jahrtausend vor Christus zurückgehen aus dem alten China. Zur Zeit der mythischen fünf Kaiser wurden nämlich diese Haupttöne des chinesischen Systems bereits bezeichnet. Hier eine Grafik aus dem DTV-Atlas zur Musik mit den heutigen Tönen hier unseres westlichen Systems F, G, A, C und D bezeichnet, die man mit den damals bekannten fünf Planeten verband: Saturn, Venus, Jupiter, Mars und Merkur. Darüber hinaus, und das ist ein Phänomen von allen alten Hochkulturen, werden Tonstufen auch verbunden, nicht nur mit Gestirnen, sondern hier beispielsweise im alten China mit Himmelsrichtungen, aber auch mit Tages- und Jahreszeiten, mit Lebensaltern und auch einzelnen Farben, wie zum Beispiel Gelb, Weiß, Blau, Rot und Schwarz hier in diesem chinesischen System. Es gibt ein traditionelles chinesisches Saiten. Ich zeige es Ihnen hier. Qin wird es geschrieben, aber die Aussprache ist anders. Ich kann kein Chinesisch. Dafür dann hier ein Aussprachebeispiel. Ich hoffe, es kommt. Guqi. Ja, Sie hören also Guqi. Dieses Instrument hat nun hier acht Saiten, die aber aufgebaut sind auf
einem traditionellen Tonsystem, was typisch ist für die chinesische Einteilung des Oktavraumes. Wir haben es hier zu tun mit einer klassischen Pentatonik, also einer Fünftonreihe, die halbtonlos funktioniert. Sie kennen das alle, eine einfache Pentatonik haben wir da, wenn wir am Klavier nur die schwarzen Tasten drücken, dann haben wir, selbst wenn wir gar nicht so große technische Möglichkeiten haben, können wir eine einfache Melodie nachspielen. Und diese fünf Töne der chinesischen Fünftonreihe haben nun auch hier symbolische Bedeutung. Gung, also F, ist der Stammton, auf den alles andere bezogen sind, und entsprechend wird dieser Ton dem Kaiser zugeordnet. Wir haben dann, ich meine, hier habe ich auch eine Grafik, genau, hier kommen diese Modi, die über diesen Tönen aufgebaut sind, also Gung, der Kaiser, Shang, der gestrenge Minister, Duo, A, das sanfte, milde, untertänig gehorchende Volk, Ji, dann etwas Ordnendes, die Staatsangelegenheiten, und Yu über D, das Bild aller Dinge. Wenn man nun diese einzelnen Seiten anzupft von diesem Musikinstrument, ergeben sich daraus fünf Modi, also fünf einfache pentatonische Skalen, die als klassische chinesische Modi gelten. Können wir auch da kurz rein. Daraus lässt sich eine ganze Menge Musik machen, weil über diesen Grundtönen und aus diesem Modi dann durch verschiedene Kombinationen immer wieder gestellt werden können, und das Ganze erreicht eine sehr, sehr große Vielfalt, die sich dann auch äußert in verschiedenen Musikwerken. Wir haben auch ein reiches Instrumentarium in der chinesischen Musik, und interessant ist nun, dass diese Grundtöne auch einzelnen Elementen zugeordnet werden. Zum Beispiel hier, dieser eine Ton wäre dann Metall, ein anderer Stein, Fell, Kürbis, Bambus, Holz, Seide und Erde. Und daraus auch abgeleitet werden verschiedene traditionelle chinesische Instrumente, die überwiegend aus diesen Materialien gefertigt sind. Zum Beispiel Metall, da ist es naheliegend, dass wir das Glockenspiel nehmen, dann Stein, hätten wir dann das Steinspiel, also verschiedene Lithophone, die aufgehängt werden und angeschlagen werden können. Das Fell natürlich für die Trommel, also ein einfaches Membranophon. Der Kürbis wäre dann die Mundorgel. Der Bambus natürlich für die Flöte. Holz für die Ratsche, interessanterweise. Die Seiden, nicht diese Kordophone. Und dann die Erde steht hier für den Ton, aus dem man Keramikgefäße machen kann, und natürlich auch die Kugelflöte, die so etwas ist wie unsere Ocarina, auf der man nun auch Musik machen kann. Schauen wir weiter nach Griechenland in die klassische Antike, und da ist nun interessant hier Pythagoras von Samos, eine Persönlichkeit, die natürlich uns allen aus der Mathematik bekannt ist, aufgrund ihres genial einfachen Beweises der Beziehungen von verschiedenen Quadraten, die sich aufbauen über dem rechtwinkligen Dreieck. Pythagoras von Samos lebte nun hier im 6. Jahrtausend, ist quasi ein Zeitgenosse von Konfuzius, und es ist interessant, nun sein System hier mal kennenzulernen, der Einteilung des Oktavraumes, weil sich daraus natürlich jetzt auch einiges hier ergibt für das, was wir jetzt im Weiteren hier in Mitteleuropa auch in prähistorischer Zeit erwarten können. Für Pythagoras ist maßgeblich für die Einteilung eines Oktavbereiches der Mittelpunkt der Oktave. Und zwar geht sein System davon aus, dass wir hier jeweils die Oktave haben, also von C nach C, wir bilden den Mittelpunkt davon, erhalten dann das G, bilden darüber wieder eine Oktave, und interessanterweise ergibt sich hier nun eine Verschiebung und wir gelangen zu D, und über diesen D können wir wiederum eine Oktave aufbauen und so weiter und so fort. Daraus ergibt sich dann unser klassischer Tintenzirkel, hier C, G, D, A, E, H
und so weiter. Und irgendwann sollten wir dann wieder im Prinzip beim Ausgangston angelangt sein. Allerdings ergibt sich hier eine Verschiebung, nicht von His ist nicht gleich exakt C, und das Ganze ist nun hier eingegangen in die Literatur, bereits der Antike, als sogenanntes pythagoreisches Komma. Diese Diskussion der Abweichung von Tönen im Laufe des Quintenzirkels nach einer gewissen Tonstufe war insofern nicht von Relevanz, solange wir es zu tun haben hier mit ganz schlichten Instrumenten, und auch die Orchestrierung, Instrumentierung von Ensembles in der prähistorischen Zeit und vor allem auch in der klassischen Antike ist nicht so ausufernd, dass das irgendwie groß ins Gewicht gefallen wäre. Dennoch, Pythagoras war ja sehr bedacht auf mathematisches Ebenmaß, hat sich auch beschäftigt mit dem Phänomen, wie man einen Tempel bauen kann, die Proportionsverhältnisse, Länge zur Breite, aber auch die Abstände von den Säulen zueinander, die Höhe der Säulen und dann vor allen Dingen die berühmten Regelungen, die es da gibt, die verschiedenen Arten, wie man die Triglyphen über den Säulen anordnen kann und wo sich dann so Konflikte an den Ecken ergeben. Und in gleicher Weise ist natürlich so ein mathematisches Problem, was hier in die Akustik reinspielt, für Pythagoras von Interesse gewesen. Und da sehen wir nun, dass er das im Prinzip mathematisch schon formuliert, wenngleich sozusagen in der musikalischen Aufführungspraxis diese Dinge erst sehr, sehr spät, quasi im Barock hier in Mitteleuropa, von Relevanz sind. Interessant ist, diese Einteilung des Oktavraumes lässt sich dann in einfachen Zahlenverhältnissen ausdrücken. Wenn die Oktave ein Verhältnis von 1 zu 2 bezeichnet, wäre dann im Prinzip die Quinte ein Verhältnis von 2 zu 3 und das der Quarte von 3 zu 4. Eine Quinte und eine Quarte zusammen ergeben eine Oktave. Die Quinte wiederum lässt sich einteilen in eine Quarte und einen Ganzton. Und auch die Quarte lässt sich hier in zwei Ganztöne und einen Halbton einteilen. Damit ist der Halbton eingeführt und wir sehen es aus zwei Ganztönen hier in diesem Schema, kann man dann Herz konstruieren. Also im Prinzip ein mathematisches Konstrukt, was sehr, sehr exakt ist und hier ein ganzes Weltgebäude uns aufzeichnet. Und schauen wir mal weiter, wie nun Harmonie hier definiert wird. Ich beziehe mich hier auf Stefan Hagel, einen österreichischen Archäologen und Musikwissenschaftler, der sich sehr verdient gemacht hat, auch um nicht nur die Rekonstruktion von antiker musikalischer Aufführungspraxis, sondern der auch musikalische Instrumente der Antike nachbaut und uns hier sehr wichtige Hinweise geliefert hat, überhaupt wie antike Räume und Instrumente geklungen haben. Von Hagel nun ist hier überliefert dieses pythagoreische System, das darauf aufbaut, dass wohlklingende Intervalle entsprechend einfachen Zahlenverhältnisse entsprechen sollen. Also das ist im Prinzip diese Harmonielehre, besagt hier, dass einfache Zahlenverhältnisse hier 1 zu 2 die Oktave, 2 zu 3 die Quinte, 3 zu 4 die Quarte, 4 zu 5 die große Terz harmonisch klingen, wohingegen die komplizierteren Zahlenverhältnisse dann hier zum Beispiel 8 zu 9 große Sekunde oder 8 zu 15 große Septime dann als dissonant hier stets wahrgenommen werden. Das Ganze lässt sich im Prinzip nicht nur an den Seiten des Monochordes, also einer einzelnen gespannten Saite, nachweisen. Also wenn wir sie genau in der Mitte teilen, haben wir eine Oktave, dann entsprechen die Mittelpunkte und so weiter nach diesem Schema, sondern es sind auch die Luftsäulen von Blasinstrumenten. Und da kommen wir nun hier zum ersten archäologischen Fund, einen Aulos. Der Aulos wurde in der Regel immer doppelt gespielt. Man spricht auch vom Doppel-Aulos. Ein Musikinstrument, was man so blies, also flötenartig. Und nun haben wir hier eine bestimmte Mensur, also eine Bohrung der Löcher, die uns hier bestimmte Spielarten ermöglichen, bestimmte Tonhöhen. Und das ist nun ganz interessant. Wir haben hier aus der Berliner Antikensammlung den sogenannten Berliner Aulos, der sehr, sehr gut erhalten ist und wo wir im Prinzip diese Bohrungen alle da haben und die gesamte Länge ist erhalten. Und wir können das nun hier gegenüberstellen, im Prinzip mit den
antiken Tonhöhen, die uns schriftlich bekannt sind, und kommen hier zu verschiedenen Skalen, die spielbar sind. Ich werde ganz am Ende des Vorlesungszyklus nochmal darauf eingehen, seit wann wir überhaupt Notationen kennen. Es ist die große Frage, ob die Aufzeichnung von Musik überhaupt vor der Schriftlichkeit möglich war. Das ist eine, ja, wenn man so will, etwas ja, verkünstelte intellektuelle Frage, denn alle Systeme, die wir kennen von frühen Aufzeichnungen von Musik, beruhen auf Alphabeten. Es ist kein Fall bislang überliefert, wo wir eine Notenaufzeichnung hätten vor überhaupt schriftlicher Überlieferung von Sprache. Also das eine bedingt das andere. Entsprechend hier sehen wir nun auch die Bezeichnung von diesen antiken Tönen hier mit griechischen Buchstaben vorgezeichnet. Aber ich greife vor, es geht hier mal zunächst um diese Tonarten, die wir hier aufbauen können. Nach Pythagoras entsprechend an diesem Aulos hier nun zu rekonstruieren, mixolydisch, verbunden auch hier mit Himmelskörpern, zum Beispiel dem Mond, lydisch mit Merkur, phrygisch mit Venus, dorisch dann als besonders strahlende Tonart, also spielbar ohne Vorzeichen, auf unserem heutigen Klavier über der Note D, mit der Sonne verbunden, hypolydisch mit Mars, hypophrygisch mit Jupiter und hypodorisch mit Saturn. Ja, hier nun das Ganze noch einmal abgetragen. Wir sehen hier die Skalen aufgebaut über diesen Tönen, die dann auch im Prinzip mit Gestirnen verbunden werden können und da sogar eins hier mit der Erde. Schauen wir in den alten Orient. Der alte Orient ist deswegen so interessant, weil er uns im Prinzip seit dem 3. Jahrtausend lückenlos literarische Überlieferungen geschenkt hat. Tontäfelchen, die uns hier literarische Texte überliefern, aber interessanterweise auch, darauf komme ich gleich zu sprechen, eine Anleitung, wie man eine Leier stimmt. Und wir haben aus dem alten Orient die Musikinstrumente selbst, kennen wir aus einem der ältesten Fundplätze, die sehr, sehr früh entdeckt wurden, der Königsfriedhof von Ur aus dem Grab der Puabi, der Zeit hier der Mitte des 3. Jahrtausends. Haben wir eine Leier, wo natürlich die Saiten nicht mehr erhalten waren, sondern nur noch die Wirbel, mit denen man oben die Saiten anspannen konnte. Daher wissen wir, dass es insgesamt 9 Saiten gewesen sein müssen. Interessant ist auch bei diesen Instrumenten im Prinzip der Aufbau und wir sehen auch, wie diese Instrumente gespielt worden sein müssen, denn wir haben hier auf der einen Seite diesen Stierkopf, der uns zeigt, dass es die Saite, wo das Instrument nach vorn gehalten wurde und im Prinzip der Spieler steht hinter dem Instrument und zupft dann von beiden Seiten die Noten. Wir wissen nun auch, wie diese Saiten heißen aus den Keilschrifttexten. Es gibt eine vordere Saite, also die Saite, die dem Spieler zunächst ist, kut mu um. Dann kommt die nächste Saite, sham mu shu um. Dann eine Saite, die offenbar etwas höher klingt, eine sogenannte dünne Saite, sha al shu ka at nu. Und dann die kleine Saite, also dann offenbar nochmal höher klingend als die dritte Saite, die hier als ea schöpfer, e banu bezeichnet wird. Und dann wird es interessant, dann dreht sich im Prinzip die Zählung um und man zählt von hinten. Ja. Entsprechend kommt dann die fünfte Saite, ha am shu. Dann steht hier sogar vierte Saite von hinten, ri bi u ri im. Die dritte Saite dann shal shi u ri im. Die zweite Saite shi ni u ri im. Und dann die hintere Saite u ru um. Ist dann damit bezeichnet sozusagen das allerletzte. Und in der Summe dann, ich weiß nicht, ob das jetzt die Zahl hier bezeichnet, dieses Pi, I, Tnu oder die Zahl wird dann genannt, es sind 9 Saiten. Damit ist eigentlich klar, wie diese Instrumente aufgebaut waren, aber noch lange nicht, wie dieses Instrument gestimmt war. Hier nun hilft uns ein Text, der wie so vieles aus dem alten Orient, wie so viele Keilschrifttafeln leider nur fragmentiert überliefert ist.
der uns hier eine Anleitung gibt, wie diese Leier gestimmt werden muss. Da steht nun, wenn die Leier Pituum gestimmt ist und das Intervall Ebuum ist nicht rein, dann spannst du die dritte oder dünne Seite und Ebuum wird rein. Wenn die Leier Ebuum ist und Kitmum ist nicht rein, dann spannst du die vierte Seite von hinten an und Kitmum wird rein. Und jetzt kehrt sich das Ganze um. Wenn die Leier Kitmum ist und Ischatum nicht rein, dann spannst du die zweite und hinterste Seite an und Ischatum wird rein. Ach nee, jetzt erstmal uns verzeihen. Jetzt kommt das Hochstimmen, also bislang war es Abstimmen, also durch Entspannen der Seiten. Jetzt kommt das Hochstimmen, Anspannen, wenn die Leier Ischatum ist und du spielst unreines Kablitum, dann entspannst du die zweite und die hinterste Seite und die Leier ist Kitmum. Wenn die Leier Kitmum ist und du spielst unreines Ischatum, dann entspannst du die vierte Seite von hinten und die Leier ist Ebuum. Und der Rest ist abgebrochen. Wir haben hier aber einen sehr klugen Kopf in Tübingen, der Altorientalist Konrad Volk, der nun hier einen Artikel verfasst hat, Musikalische Praxis und Theorie im Alten Orient, veröffentlicht hier bei Ettel et al. Geschichte der Musiktheorie Band 2, der uns das ganze System auflöst. Wir sehen nun hier diese Rekonstruktion durch das Hochstimmen, also das Anspannen der Saiten von Pitum über Ebuum, Kitmum zu Ischatum. Und dann kennen wir den Rest jetzt von Ischatum wieder runter, Kitmum, Ebuum, Pitum. Und entsprechend spiegelnd lässt sich das System dann rekonstruieren. Und wir haben hier die ganze Folge von Ischatum, Kablitum, Nischgabalim, Nitgabalim, Pitum, Ebuum, Kitmum, Ischatum. Und dann durch das Entspannen wiederum durch das ganze Tonsystem. Entsprechend können wir dieses tonale System anhand dieser Leiern aus dem Königsfriedhof von Uruk, ich vergaß zu sagen, dass es nicht nur eines, die gefunden wurde, sondern es handelt sich um mehrere Exemplare, nun Tonarten rekonstruieren. Und wir sehen dann über E aufgebaut eine Tonart, hier als Ischatum bezeichnet, E dis cis, ta a dis cis, die dem Lydischen im Griechischen entspricht. Kapitum wäre dann auch über E zum Dis, Cis, H, A ist Dis, Fis, hippolydisch und dann von E ist Nishkabarim, E ist Dis, Cis, H, A ist Dis, Fis, mixolydisch. Dorisch auch vorhanden, hier im Falle jetzt mal nicht auf D, sondern über E, E, D, C, H, A, G, F, hypodorisch, phrygisch und hypophrygisch. Das ist nun sehr aufschlussreich, denn es zeigt uns, dass hier bereits im 3. Jahrtausend vor Christus eine Einteilung des Oktavraumes bekannt war, die dann maßgeblich ist für die ganze klassische Antike im Mittelmeerraum. Es ist nun die Frage, ob es eine geniale Erfindung ist von Pythagoras und aus seinen Schriften geht er hervor, wie er dann dazu kommt, diese Spannung am Monochord und diese ganz genaue mathematische Einteilung. De facto zeigt uns aber dieser Text und auch diese Instrumentenfunde aus dem Alten Orient, dass dieses System viel älter ist und im Prinzip als bekannt vorausgesetzt werden darf, bevor Pythagoras hier mit seinen mathematischen Studien ansetzte. Also wir sehen jetzt ein tonales System, was hier für die alte Welt bis heute gültig ist, was im Prinzip so alt ist wie die älteste schriftliche Überlieferung und möglicherweise ist dieses System ja sogar noch älter und führt uns hier in die prähistorische Zeit ein. Schauen wir weiter. Im Laufe der Antike ist es dann vor allen Dingen Aristoxenes von Tarent, eine Persönlichkeit hier des beginnenden Hellenismus, ausgehend des 4. Jahrhundert vor Christus, der uns hier sehr viele musiktheoretische Aufzeichnungen nicht nur überliefert hat, sondern die dann auch durch spätere Abschriften auf uns gekommen sind. Er nun leitet die Gleichsetzung von Intervallen auch von Zahlenverhältnissen her. Er sagt nun, die Oktave besteht aus 12
gleichen Halbtönen, die dann 6 Ganztönen entsprechen. Die Intervalle sind dann Strecken, die man zueinander addieren oder voneinander subtrahieren kann. Die Quarte bestünde dann aus 5 echten Halbtönen. Und die Differenz des Ganztones zwischen Quarte und Quinte sei aus 2 Halbtönen zusammengesetzt. Entsprechend nun sein System hier, Quinte plus Quarte gleich Oktave, Quinte minus Quarte ist der Ganzton. Eine Quarte besteht aus 2,5 Ganztönen, eine Quinte aus 3 und einem halben Ganzton. Und er kommt nun zum Aufbau, und das ist das Spannende, von einigen Skalen. Diese Skalen, also es ist immer sozusagen die Tonleiter aufgebaut, eine Oktave, die nun natürlich, wenn man das C, also den Grundton, wieder oben hat, wären das 8 Töne, insgesamt sind es dann 7 Tonstufen, die die Oktave ausmachen. Und dieses ganze 8 lässt sich einteilen in 2 Tetrakorde, also 4 Klänge. Wir hätten dann hier 3 Genera des Tetrakordes bei ihm. Zunächst mal das einfachste wäre der diatonische Tetrakord. Diatonos heißt auf Griechisch nicht viel mehr als aus ganzen Tönen aufgebaut. Das sind nun Weiteltöne, also weitgehend Ganztöne. Dann chromatisch, das sind Halbtonschritte. Und enharmonisch ist dann etwas, wo wir sehr enge Tonfolgen haben, die dann durch größere Intervalle abgelöst werden. Entsprechend haben wir dann hier einmal diatonisch, weite Abstände, chromatisch mit Halbtonschritten und enharmonisch dann sogar weniger als Halbtonschritte und dann einen großen Sprung. Wir lösen uns dann sowas auf wie die normalen diatonischen Oktavgattungen, die jetzt hier nun aus Ganz- und Halbtonschritten bestehen, in hypodorisch, hypophrygisch und so weiter. Dann aber auch nochmal enharmonische Oktavgattungen, die nun ganz anders arbeiten, die sehr enge Tonfolgen haben, dann größere Sprünge aufweisen. Also hier schon ein sehr, sehr interessantes System, was weit über Pythagoras hier hinausweist. Und im Prinzip etwas hier uns vorgibt, was uns dann bei der Musik des Orients dann vor allem in der arabischen byzantinischen Zeit wieder begegnen wird. Ich komme am Ende dieser Vorlesung ganz kurz darauf zu sprechen. Hier nun diese Namen, die Aristoxenes gibt und die späteren Namen, die dann vor allem in der Kirchenmusik die Kirchentonarten ausmachen, da taucht hier nun das Typhus lydisch noch äolisch auf, hypodorisch, hyperdorisch und so weiter, jastisch, hier auch ein Begriff, der von ihm oder auf ihn zurückgehen soll. Nicht, und das sind nun diese Tonarten, wie sie im Prinzip aus der Antike bis ins Mittelalter hier in zumindest für große Teile Europas überliefert sind, also bis ins 10. Jahrhundert. Sie sehen es hier wieder im DTV-Musikatlas überliefert, dorisch, hypodorisch, phrygisch, hypophrygisch, lydisch, hypolydisch und mixolydisch. Und dann erst ab dem 16. Jahrhundert dann Ableitungen davon äolisch, da steht schon in Klammern Moll, wir werden gleich gucken, wie das kommt, hypoeolisch, ionisch, in Klammern Dur und hypoionisch. Und damit ist sozusagen quer durch die Oktave die Skalen aufgebaut, hier C, D, E, dann über F, G, A, H, C und so weiter, immer im Prinzip eine Skala, die sich dadurch auszeichnet, dass sie aus Ganztönen besteht und innerhalb eines Tetrakordes jeweils einen Halbtonschritt aufweist. Also das ist im Prinzip die Art, wie man den Tonraum hier in Mitteleuropa nun seit der ausgehenden Antike gewohnt ist einzuteilen. Und diese Skalen unterscheiden sich darin, wie nun dieser Halbtonschritt hier jeweils im Tetrakord positioniert ist. Ganz kurz noch zu Guido d'Arezzo. Nun auch hier eine Persönlichkeit des Mittelalters. Sie hatten nun dazu keine weiteren Aufzeichnungen. Sie sehen aber hier seine Lebensdaten angegeben. Er lebte um 1000. Guido d'Arezzo macht uns hier auch bekannt mit einigen zeittypischen Betrachtungen, die vor allen Dingen aufbauen auf Aristoxenes. Er ist nun auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass diese Überlieferung überhaupt auf uns gekommen ist. Und der nun teilt hier
den Fünftonraum hier nochmal auf und kommt nun zu verschiedenen Charaktereigenschaften von Tonarten, die er nun hier so bezeichnet. Also wir sehen es hier einmal auf G aufbauend, dann C, also hier auch diese Solmisationsbezeichnungen, die wir so kennen, nicht aus dem Musikunterricht, tauchen hier nun auf, die ja auch typisch sind für die Bezeichnung der Tonhöhen, vor allen Dingen in den romanischen Sprachen bis heute. Das ist nun etwas, was hier auf ihn zurückgeht und interessanterweise, ich hoffe, das kommt jetzt, ja, zunächst mal hier Hexacordum naturale, also ein Sechsklang, den er als natürlich bezeichnet von C bis auf A. Und dann hier nun ein neues Temperament, Hexacordum durum, G zu E. Und dann hier Hexacordum molle von F zu D und da tauchen nun diese Begriffe erstmals auf. Das Ganze ist dann über die Hand nachvollziehbar, also hier auch seine Symbolik, die versucht, diese Zahlenverhältnisse in dem menschlichen Körper zu projizieren, also auch ähnlich wie Pythagoras und dann Aristoxenes hier versucht, über Metrik diese Abstände zu erklären, was sind weite Abstände, was sind schmale Abstände. Interessant, aber nur jetzt für uns, dieses Durus, mittelalterliches Latein, im hart, hell und klar, ja, unser Dur, und Mollis, dunkel, weich, und seitdem sind nun diese Tonarten hier in Gebrauch. Hier nun unsere heutige Dur- und Moll-Tonart. Wir sehen es jetzt im Prinzip ein Tetrachord, wie er aufgebaut ist hier seit Guido d'Arezzo. Lauter Ganztonschritte mit jeweils einem Halbtonschritt. Die Dur-Tonart ist dadurch charakterisiert, dass sie am Ende des Tetrachords diesen Halbtonschritt hat. Und Moll haben wir jetzt hier so ein Beispiel. Da haben wir hier einen Ganztonschritt, dann einen Halbtonschritt, Ganzton, 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 Ganzton und dann wiederum einen Halbtonschritt hier ans Ende gesetzt. Um da Variationen zu ermöglichen, muss man die Töne dann erniedrigen oder erhöhen und dazu werden dann im Laufe der Notation Vorzeichen eingeführt, Kreuze zur Erhöhung um einen Halbton, zur Erniedrigung um einen Halbton dann Bs und entsprechend dann unser heutiger Quintenzirkel C, G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis und so weiter und das Ganze überschneidet sich dann hier im verminderten Bereich dann, wenn wir hier absteigend C, F, B, S, Ras, Des, Des und so weiter uns betrachten. Interessant ist dann, dass die aristoxenische und im Prinzip auf, wenn man so will, Pythagoras zurückgehende antike Lehre der Einteilung des Tonraumes über die mathematischen Teilungen einer Saite ein sehr reiches Nachlesen erfahren, vor allem in der arabischen Welt. Interessant ist hier vor allen Dingen eine Persönlichkeit, von der ich Ihnen leider kein Bild zeigen kann, Abu Nasr Muhammad al-Farabi, von dem wir nun hier einiges auch erfahren über schriftliche Aufzeichnungen. Sein Geburtsort lag als Sohn eines Generals. Möglicherweise ist das Wasij, eine kleine Festung im Distrikt Farab, daher auch der Name Al-Farabi, an der Nordgrenze Transoxaniens in der Region Faryab. Und das ist heutiges Afghanistan. Über seine ethnische Herkunft finden sich in den zeitlich viel späteren und größtenteils nicht direkt verlässlichen biografischen Quellen unterschiedliche Angaben. Unter anderem eine iranische oder türkische Abstammung wird ihm nachgesagt, nicht. Und er ist nun derjenige, der diese Zahleneinteilung des Seitenraumes noch weiter treibt. Und wir haben seine Aufzeichnung hier. Das Ganze funktioniert an einem Seiteninstrument, was bis heute sehr beliebt ist in der arabischen Welt, die Ut. Wir sprechen hier von der Laute, also ein Instrument, was auch in unser mitteleuropäisches Orchestrium hier reingekommen ist. Und hier nun Aufzeichnungen aus einer anderen Quelle von Safi al-Din al-Urmawi. Hier nun, wo wir das aristotelische System
aristoxenische System, was auf Pythagoras zurückgeht, nochmal sehen. Die Einteilung der Oktave hier in Quinte, Quarte und dann mit den Ganztönen und Halbtönen. Und das ist im Prinzip hier die Brücke, die uns die Araber von der antiken Aufzeichnung hier bis in die heutige Zeit schlagen. Ich habe Ihnen ein Musikbeispiel mitgebracht aus Andalusien. Und das ist ganz interessant, denn dort durch die jahrhundertelange Anwesenheit der Mauren ergibt sich ja so ein Synkretismus. Und Sie werden gleich hören, nicht der Flamenco als die spanische Musik hat sehr viel zu tun, natürlich mit diesen Instrumenten, die hier vor allem aus dem arabischen Raum reinkommen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Hörerlebnis. Thank you.
Ja, Sie sehen es, ein bundloses Instrument, mit dem man diese ganzen Glissandi herstellen kann. Dennoch sind die Tonhöhen fixiert in diesem System über diese arabischen Autoren uns ja auch gut überliefert. Wir werden jetzt schauen. Abschließend möchte ich Ihnen den Blick nach Indien eröffnen. Und dort haben wir eine ganz bemerkenswerte Art der Strukturierung des Oktavraumes. Nicht wie in anderen Gegenden der alten Welt in 12 Tonstufen, sondern hier in insgesamt 22. Diese Abstände werden Shrutis genannt. Und das Interessante an diesen Shrutis sind, dass sie im Prinzip Mikrointervalle darstellen, die an die Grenze dessen uns heranführen, was überhaupt vom menschlichen Ohr differenzierbar ist. Also ein gleichklingender Ton bezeichnen wir ja als Prima. Und die Abweichungen davon können so minimal sein, dass wir sie irgendwann erst wahrnehmen. Und etwas über diesem Minimum der Wahrnehmung durch das menschliche Gehör liegen diese Shrutis. Aus diesen Shrutis lassen sich dann Intervalle abbilden. Wir sehen hier diese einzelnen Shrutis. Nicht alle Stufen nutzt man dann und hat hier Tonhöhen D, E, F, G, A, H, C und D. Diese Töne werden nun auch hier benannt und haben dann entsprechend wie im alten China und auch im antiken Griechenland Beziehungen hier einerseits zu kosmologischen Erscheinungen, andererseits aber auch zu indischen Kasten oder verschiedenen Göttern und Farben. Wir haben das Sa, also Satya, Götter, Brahmanen, Lotus, Erde, Agni, Feuer, Ri, Risapa, Weise, Adel, Rotgold, Shaka, Brahma, Weltschöpfer, dann Ga, Gandhara, Götterbauern, Goldgelb, Kusha, Saraswati, Ma, Madhyama, Götter, Brahmanen, also hier auch die Kaste dann, nicht, Jasmin, Kraunja, was auch immer das ist, Shiva, dann Panjama, Pa, die Toten, Brahman, Dunkel, Shambhali und der Kriegsgott Vishnu. Da für Daivata, die Weisen, Adel, Gelb, Shweta und Ganesha, der Elefantengott, Ni, dann Nisada, Dämonen, Bauern, Gefleckt, Pushkara, Surya, die Sonne. Es gibt nun verschiedene Skalen, die Ihnen hier aufgebaut werden können über diese Töne. Und schauen wir da auch kurz uns das an. Das Ganze führt dann dazu, dass wir hier 72 Modi insgesamt haben, die sich aufbauen und die im Prinzip das ganze indische Weltbild hier abbilden. Diese sogenannten Ragas oder Rag, die schon sehr, sehr alt überliefert sind, bereits im Sanskrit, stellen die melodische Grundstruktur der klassischen indischen Musik dar. Es handelt sich dabei um eine jeweilige Klangpersönlichkeit, die wiederum einer feststehenden Tonskala, ähnlich wie die westlichen Kirchentonarten, zugeordnet ist. Der Raga schreibt vor, welche Töne zu einem Musikstück passen. Ferner gibt der Raga bestimmte melodische und ornamentale Elemente sowie für einige Töne geltende Spielvorschriften an. Der Raga enthält dabei jeweils zwei Haupttöne, erster Hauptton Vadi und der zweite Hauptton Samvadi, auf denen die Melodiefiguren beginnen und enden und die den Ausdrucksgehalt der Raga bestimmen. Ich habe Ihnen ein letztes Klangbeispiel mitgebracht hier von klassischer indischer Musik. Und Sie werden sehen, das Instrument, was da gespielt wird, die Sitar, die weist nun Bünde auf. Und das ist das Interessante, im Gegensatz zur Laute oder Ut im Arabischen, wo wir keine Bünde haben, sind diese indischen Instrumente deswegen ja auch so groß aufgebaut, weil sie im Prinzip diesen größeren Ton, Differenzen zwischen den Intervallen auch wiedergeben müssen. Man kann natürlich indische Musik auch auf westlichen Instrumenten spielen, aber auf westlichen Instrumenten nicht unbedingt klassische indische Musik. Ja, damit verabschiede ich mich mal schon für die heutige Sitzung. Ich möchte ganz herzlich danken Jonas Spießler, der hier hinter der Kamera stand und mich technisch unterstützt hat, und Janislav Brickwell für die Unterstützung hier durch die Soundtechnik. Bis nächste Woche.
Ramaya